Besuch von meiner Schwester. Die sitzt da hinten, aber die will heute nicht gefilmt werden. Heute ist wunderschönes Wetter und wir fahren ans Wasser. Und lassen uns das ein bisschen gut gehen. Und danach gehen wir noch in die Stadt irgendwie einen Kaffee trinken gehen. Mal gucken. Und ich nehme euch einfach mal mit. Kennt das ja schon. Also viel Spaß. Zur Info, wir fahren heute nach Vala, das ist so eine Inselgruppe, ne? Schön, ich war da schon 1000 Mal, aber ich kann mir das immer nicht merken. Nee, ist auf jeden Fall total schön, ey. Wie ihr wisst, wohnen wir ja in Fredrikstad und Vala ist ungefähr eine halbe Stunde mit dem Auto, länger, ja so um die 20 Minuten oder so mit dem Auto. Und finde ich es eine schöne Strecke. Also dahin vielleicht nicht so, es sind halt viele Wälder. Aber kurz vor Vala, wenn man halt so auf die Insel rauf fährt, ist total schön, das zeige ich euch einfach. Und da werden wir ein bisschen spazieren gehen, einfach mal raus, aus in die Natur. Ich fühle mich immer so begraben, wenn ich in Tunnel fahre. Und hier in Norwegen gibt es so viele Tunnels. Gruselig. Yttervaller Nationalpark. Das sind halt diese Inseln, diese Inselgruppe. Es ist echt wunderbares Wetter heute. Keine einzige Wolke am Himmel. Das Wasser ist total still und schön. Und hier kommen wir halt oft hin, wenn wir einfach unsere Ruhe haben wollen. Dafür ist Vala einfach perfekt.
Aber es gibt auch so gekennzeichnete Badestellen, wo besonders im Sommer es natürlich proppenvoll ist. Da sind dann auch so Sprungtürme und da halten sich immer natürlich viele Leute auf. Da waren wir auch schon mal, es ist auf jeden Fall cool, wenn man Leute beobachten möchte. Das ist ganz lustig. Aber wenn man seine Ruhe haben will, dann ist das nicht zu empfehlen. Aber auf Vala gibt es so viele Ecken, auch die so nicht gekennzeichnete Badestrände, wo man auch natürlich auch baden kann. Und wo man einfach seine Ruhe hat. Und das machen wir normalerweise auch. Hier sind ein paar Leute jetzt, aber das ist ja egal. Wir haben ja auch keinen Hochsommer und wollen jetzt hier baden, sondern einfach nur ein bisschen spazieren gehen und so. Ich muss leider gestehen, ich kenne noch gar nicht so viel von Norwegen. Das ist Schande auf mein Haupt. Aber wir haben geplant, nächstes Jahr im Sommer höchstwahrscheinlich eine Norwegen-Tour zu machen. Also so wie es aussieht, machen wir das. Wir haben uns vor kurzem einen VW-Bus gekauft und wollen einfach mal Richtung Nordkap irgendwie durchs Land fahren und überall anhalten, wo es schön ist und wo wir halt Bock drauf haben. So. Und es ist einfach, Norwegen ist eigentlich ein wunderschönes Land. Ist sicherlich auch ein Grund gewesen, warum wir auch mit hierher gekommen sind. Um einfach diese Natur zu genießen. Und hier gibt es viele Felsen, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Und viel Wald. Vielleicht sehen wir ja noch einen Elch. Na, wohl eher nicht. Aber wir haben schon ein paar gesehen. Und dann ab und zu sieht man beim Autofahren mal so welche auch am Straßenrand. Also am Waldrand, aber ein bisschen weiter weg. Und die Autobahnen sind meistens an den Seiten noch so Zäune, dass die Viecher da nicht auf die Autobahn traben und da umgefahren werden. Das sind wirklich schöne Tiere. So ist eigentlich auch ganz schön, ne? Da seht ihr da hinten noch das Wasser. Das Wasser. Mein liebster Mann ist da hinten irgendwo verschwunden. Und meine liebste Schwester, die ist auch irgendwie weg. Ich bin jetzt hier ganz alleine. Das muss ich echt genießen. Solche Momente gibt es nicht so oft. Wenn man einfach mal seine Ruhe hat und es einfach nur still ist und die Kleine schläft, alle anderen sind unterwegs. Das werde ich jetzt auch noch ein bisschen machen. Ich habe auch das Gefühl, das sind irgendwie, in der Sonne sind bestimmt 20 Grad. Ey, es ist echt wie Hochsommer. Ich habe aber nur so ein Halbarm-T-Shirt, irgendwas an. Wie nennt man denn das? Dreiviertelarm? Reicht völlig, mir ist warm. Und das Mitte Oktober, das muss man sich mal reinziehen. So. In einigen Ecken hier in Norwegen liegt schon Schnee. Und Mücken gibt's hier. Ah, immer noch. Vielleicht sollte ich meine Jacke doch wieder anziehen, damit es keine Mückenstiche gibt. Strandgut. Das ist das Glas. Das? Ja, das. Okay, das ist wieder Treibholz. Das ist was für Kim. Irgendwo einen Kaffee trinken. Wir haben Kaffeedurst. Sag ich diejenige, die keinen Kaffee trinken. Oder Tee oder so. Auf jeden Fall irgendwie gehen wir jetzt einen Kaffee und genießen noch den restlichen Sonntag. Erstmal runter von der Insel. Also wir haben uns jetzt dazu entschlossen, nicht mehr in den Café zu gehen. Weil es schon, wie spät ist es jetzt? 5? Ja, das ist schon relativ spät. Und wir müssen noch ganz zurück nach Fredrikstad. Ganz, also naja, ist aber immer eine halbe Stunde zu fahren. Also bleiben wir noch ein bisschen hier. Genießen unseren Snack. Fahren gleich nach Hause, kochen schön und freuen uns unseres Lebens. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Tschüss!